Sehr geehrte Frau Präsidentin, der heutige Tag könnte eine Sternstunde des Deutschen Bundestages werden, wenn wir ernst nehmen, was wir uns versprochen haben, dass diese wesentliche Entscheidung heute über die Einführung einer Impfpflicht in Deutschland eine Gewissensentscheidung jedes und jeder Einzelnen ist. Wir tragen heute die Verantwortung, und wir lassen uns dabei nicht leiten von Fraktionszwängen und parteitaktischen Erwägungen. Und Herr Frey, Herr Müller, ich glaube Ihnen, dass Sie sich ernsthaft auseinandergesetzt haben. Und ich zolle Ihnen Respekt, und ich zolle auch Herrn Kubicki Respekt und auch all denjenigen, die heute gegen eine Impfpflicht stimmen. Aber was ich Ihnen nicht glaube, ist, dass Ihre 197 Abgeordnete alle die gleiche Position haben, die sich völlig unterscheidet von den 8 CDU-Ministerpräsidenten. Geben Sie die Abstimmung heute frei. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr. Diese Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Und auch ich habe mir heute schwer getan, diesem Vorschlag zuzustimmen. Doch nach langer, intensiver Debatte ist heute der Tag, zu einer Entscheidung zu kommen, um bestmöglich auf den kommenden Herbst und Winter vorbereitet zu sein. Und ich glaube, dass dieser Antrag der Impfpflicht ab 60 Jahren deswegen gangbar ist, weil er eben verhältnismäßig ist. Er konzentriert sich auf die hauptbetroffenen Risikogruppen. Und es ist nun mal so, dass über 90% der Intensivpatienten über 60 sind. Und es sterben immer noch zu viele. Die aktuelle Impfquote reicht nicht, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer erneuten schweren Belastung unseres Gesundheitssystems kommt. Und lassen Sie mich zum Schluss eine persönliche Note sagen. Ich habe in den letzten 2 Jahren mich sehr oft zu dem Thema geäußert, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie aus meiner Sicht zu stark eingeschränkt worden sind. Ich fand, das war falsch, wie wir in der Summe vorgegangen waren. Und auch deswegen will ich keinen Winter mehr erleben, in dem die mangelnde Impfquote bei den Älteren dafür herhält, weitreichende Einschränkungen bei Kindern und Jugendlichen zu rechtfertigen. Bitte stimmen Sie deswegen für den Kompromiss. Geben Sie sich einen Ruck. Lassen Sie uns zusammenarbeiten in dieser wichtigen Frage. Vielen Dank.